Sieben. Ja. Verarschen Männer. Willst du mir einen Kuss geben? Aber es ist schön, dass ich jetzt weiß, wie sie. Ah, okay. Oh. Alpha hat dich gerettet. Sonst du wärst. Ladies and Gentlemen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf unserem Kanal Muck TV. Die letzten Tage sind gezählt neben mir. Oh mein Gott, wir gehen so ab heute. Verarschen Männer. Let's go. Oh, wolltest du mir einen Kuss geben? Oh, die wollten mir einen Kuss geben, glaube ich. Oder Maren, du bist weggelaufen, ja? Alpha hat dich gerettet. Sonst wärst du Alpha. Und du? Interessant. Nur die Dame bewerten. Ist okay, dass du dabei bist? Ja, klar, alles fein. Hier mal eine Dame. Ja. Wie würdest du die bewerten von 1 bis 10? Ich würde jetzt mal sagen, 8 bis 9, ja. Aber ich finde das Dirndl schön. Dankeschön. Tatsächlich ist ein gescheites Dirndl, nicht danke. So ein Plastikzeugsel. Schuhe passen mal dazu. Hacken. Sehr mutig. Hoch. Na, ja. Mutig muss ich sagen, eher. Ich würde es mich nicht trauen. Haare gut gemacht. Passt. Dankeschön. Das ist jetzt mal wenigstens traditionell. Was findest du, sieht denn an mir am unechtesten aus? Weil ich habe ein bisschen nachgeholfen. Du hast halt hochgepusht. Wahrscheinlich ein bisschen, oder? Ich hätte einen Sinn gemacht. Okay. Du hast einen Sinn gemacht. Sieht man? Ja, also ich finde es nicht so schlimm wie bei anderen Leuten. Okay, cool. Möchtest du mal testen? Du musst anfassen? Nee, danke. Nicht? Alles gut. Schade. Die steht drauf. Das ist schön, aber alles gut. Alles gut, okay. Alles gut, danke dir. Danke. Wir haben da noch einen, willst du den? Ja. Hallo, der Herr. Wir bewerten die Dame hier. Nein, das war aber nicht. Wieso? Wunderschöne große Frau. Dankeschön. Aber keine Tante für. Aber würdest du, also würdest du, findest du mich attraktiv? 1 bis 10. Eine gute 8, ein bisschen zu groß. Eine gute 8? Weißt du, wie viel Geld ich für OPs ausgegeben habe? Nein, keine Ahnung. Okay. Ja, warum schon mal? Würdest du mal anfassen wollen? Komm her. Wollen immer, aber ich mach's nicht. Okay. Also, die passt schon. Wunderbar. Danke. Ciao. Geil. Ey, der hat mir jetzt auch wieder so ein Nein gezeigt, aber. Nein, ja, ich muss einfach einmal ADHS schicken. Und die Leute haben Angst. Guck mal. Ja. Verstehe. Und ich glaube auch, die merken, wenn ich rede. Ich will halt nur, dass man Männer hat. Du willst auch, dass die. Willst du mit Trachten oder auch solche privat angezogen? Trachten? Also am besten Trachten, aber. Warte. Ich muss deine Frau bewerten. Macht sie mit? Schön. Ist das okay, dass du dabei bist? Ist okay. Okay, wir haben eine Dame neben uns. 1 von 10, was würdest du bewerten? 9. Was findest du an ihr schön und was ist fake? Oder gibt es was für die Fake ist? Sind die und Stimme ist schön. Danke. Schöne Farbe. Dankeschön. Was ist für dich wichtig an einer Dame? Was ich würde. Nicht unbedingt aussehen, aber ja. Sie würde, würdest du auch? Hey, ich finde kleine Männer heiß. Ich finde dich süß. Steifen. Gefährlich. Willst du mal anpassen? Ey, pass an. Du darfst. Ja, ist Silikon. Gut. Ist eh nicht echt. Alles versichert. Ist eh nicht echt. Aber würdest du gönnen? Ey, ihr macht mich fertig. Was sind deine letzten Wörter und willst du noch was sagen? Oh, ich will hier nicht öffnen. Oder sag einfach nur steifen. Nein, das kann ich nicht sagen. Viel danke Spaß. Danke dir. Viel Spaß. Was würdest du sagen, sieht fake an mir aus? Also ich habe ein bisschen nachgeholfen. Ich weiß. Am Körper vielleicht. Ja. Kannst du auch mal anfassen, um zu probieren? Ein bisschen Silikon, oder? Die sind Silikon. Aber schauen trotzdem auf alle Fälle gut aus. Fühlt sich gut an, oder? Ja. Sieht zu hart an. Ja, die passen noch, sind gut Dr. gemacht. Dr. Hamers, Hamburg. Grüße gehen raus. Ja, cool. Willst du einmal Motorboaten, so dein Gesicht dazwischen? Ah, ja, passt mal. Alles gut. Willst du einmal einen Kuss geben auf die Wanne? Super. Oh. Ist das okay, dass du dabei bist? Ja, natürlich. Wir sagen ihm später, was mit mir ist, natürlich. Ah, okay. Nein, das war was denn?
Nee, danke, danke dir. Also, ciao, ciao. Ja, du auch. Ciao, ich auch. Voller Arsch. So wie sie bekommt hat. Mach es gut, ciao, ciao. Oh shit, oh shit, oh shit. Die Menschen möchten doch jetzt gehen mit dir. Alle an die Ecke. Zwei Minuten. Alle können dann kommen. Am Ende gibt es auch eine Überraschung. Wir bewerten. Sie bewerten. Mich und mein Dirk. Vielleicht Körperteile. Körperteile. Aber stell dich hier hin, dass man ein schönes Gesicht sieht. Wir haben Dirndl Boys, wie sie mein Outfit finden. Ja. Guck mal, Leute, wie groß der ist. Was findest du am besten an mir? Ja, das ist schwierig. Er hat Angst vor großen Brüsten. Alpha, also, komm nach rechts. Komm. Die sind aber gar nicht echt, die Brüste. Wirklich? Ja. Wie fühlt man das also denn? Es sind gar keine Brüste eigentlich dann. Achso. Das ist nur Silikon. Ja, kann man da hinfassen? Auf jeden Fall. Bist du mal? Das weiß ich jetzt gar nicht. Du darfst. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott, ich liebe Oktoberfest, Leute, ich würde. Wir fragen Boys. Sie ist schon fünfmal gekommen. Ich bin heute noch gar nicht gekommen. Vielen Dank. Du bist gar nicht gekommen. Nein. Nein, wow. Aber es ist schön, dass ich jetzt weiß, wie sich das anfühlt. Jetzt hast du mal Silikon in der Hand gehabt. Vielen Dank. Findest du irgendwas so anders und echt an meinem Körper? Na, ich habe also, überall Lachen heute. Jemand denkt einfach. Ich finde es sehr angenehm. Sehr angenehm. Schau mal. Wow. Steifen, steifen. Echt an, deine Brüste fühlen sich unecht an. Und ich liebe sag mal, steifen, steifen. Aber das hast du jetzt du schon gesagt. Er hat es gesagt. Was, ja. Weil er will auch. Ich will immer was. Ja, wenn er einen Steifen hat, ist doch gut. Schau mal, dann geh doch du darüber. Also ich freue mich sehr, vielen Dank. Danke. Ja. Schönen Abend. Und vielen Dank, dass ich mal hinfassen durfte. Sehr gerne. Das war mein erstes Mal. Mein erstes Mal. Ja, meine Freunde haben zugeschaut. Mit Tribüne. Ah. Ist es okay, dass du da bist? Natürlich ist es okay. Ja. Super, Dank. Danke dir, schönen Abend. Ja. Entschuldigung, The Real? The Real. Wir fragen Jungs, wie sie meine Bilder finden. Oktoberfest. Leute, wie findet ihr das Bild? Ah, wie sieht denn das aus? Findet ihr nicht gut? Ist es zu neu für euch? Ja. Sind sie mir auch. Ja. Und wie findest du das Ding? Das ist sehr super. Ja, super? Größer als meiner. Größer als deiner? Nein, natürlich auch. Es war natürlich Spaß. Ja. Freut mich. Ja, ist das okay, dass ihr dabei seid? Natürlich. Ja, muss. Wie würdet ihr sie bewerten, 1 bis 10? Ja. Ich würde sagen, eine glatte 10 von 10. Ja, 11 von 10. Dankeschön. Okay. Was findet ihr an ihr original und was fake? Ja. Was ist fake an mir wohl? Rat mal, der Doc war überall schon dran. Überall? Passt. Wollt ihr auch mal ran? Nee, alles gut. Wie seid ihr? Achso, 18. Okay. Ihr seid 18, okay. Ja. 15. Okay, du nicht. Du darfst sagen, steifen, steifen. Ja. Du musst aber so machen beim Steifen. Ja. Aber weißt du, nochmal. Weiter. Nein, du musst aber steifen. Ja, steifen. Das wird mir auch. Der ist, glaube ich, noch Blackout und so. Da kommt nicht klar, genau. Ist das Blut nach oben? Geht so? Hören Sie mir auf. Okay. Willst du mal anfassen, aber? Aber du bist 18, ne? Ja, ich bin 18. Okay. Dann darf ich. Was darf ich anfassen? Mach eine Sekunde. Wo du willst, was du willst. Was darf, soll ich so machen, oder? Kopf kannst du auch reinmachen. Mach mal Motorboard. An was? Motorboard. Nee, nee. So. So. Was für eine Bursche, schaut super aus. Dankeschön. Komm mit. Du musst meinen Dirndl bewerten. Wir fragen Boys, wie sie meinen Dirndl finden. Was sieht am besten an mir aus? Die Schleife ist richtig. Die Schleife ist richtig? Die Schleife ist richtig, ein bisschen. Okay. Und das Dirndl von Farbe schaut auch so aus. Willst du mir auf die Backe küssen? Zu. Nicht auf den Mund. Oh mein Gott. Wie heiß war der denn? Ich bin ein Fan. Überall. Deine Frau sieht das. Ich habe keine Frau. Achso, deine Kinder. Ja, aber keine Kinder. Transformation. Transformation. Genau.
Was heißt Transformation? Ja, Operation und durch Operation hat man was größer. Gemachte Körper, genau. Ich muss weiter, wir sehen uns. Juri, der hat sich mal wieder dran. Genau. Operiert. Ja, was ist da jetzt die Damen, die Möpsch oder was? Lippenspitzen, Möpse. Die Möpsch werden jetzt abpacken oder was? Genau, ja, so. Ich komme aus Dänemark. Aber das ist super. Toll, 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 schön. Lass schmecken. Ja, immer, ja, schmeckt. Alles super. Kein Problem hier. Ich bin bereit. Immer. Dein Brust, ja. 120. Gut genug, glaube ich. Also, gut genug. Vielleicht. Und, muss ich noch mehr rein? Aber er kommt aus Dänemark. Das ist schwierig. Ja, wir sprechen nicht fließend Deutsch, so wie weiß nicht, was du meinst, aber. Silicone. Vielleicht. Du hast sogar den Gang in Füße. Wir sagen. Jetzt war ich dran. Jetzt war du Helmet. 6 von 10. Oh wow, I love it. Ja. Also positiv, ja? Ja, und der Hellmann, super. Hellmann. Ciao. Ja. Alles gut. Steifen. Wurde ihm jemand interessiert? Darfst du mitmachen? Nein. Oh, what do I want to say? Oktoberfest, Edition. Was würdest du sagen? 1 bis 10? Nein. Auf jeden Fall, ja. Und wie würdest du mich bewerben? 10. Oh, oh, dankeschön. Ist dich auch, das ist voll groß. Ja. Danke. Wenn du raten könntest, was habe ich an meinem Körper alles optimieren lassen oder transformieren lassen? Darf ich die Körperteile nennen? Oder? Du darfst die Körperteile nennen und sogar anfassen. Die Brüste würde ich sagen. Okay. Ich fasse dich an, weil ich bin schätzend. Gesicht vielleicht die Wangen? Ja, meine Wangen. Das wär's dann. Wow. Mein Arsch habe ich noch gemacht. Okay, alles klar. Willst du einen Klaps drauf geben? Bitte? Auf den Hintern klappst du? Nee, lieber nicht. Ich stehe bei meinem Style. Achso. Ich bleib dabei. Wieso, was hast du mit Style? Nee, mein Style ist einfach gut verheiratet und das mache ich nicht. Ah, okay. Da ist was anderes. Ist okay, dass du dabei bist? Ja, klar. Super, danke dir. Haut rein. Dankeschön. Macht's gut. Ebenso, ciao. Hey. Hallo ihr Lieben. Hallo. Wir machen gerade TikTok und YouTube-Videos. Sie bewerten. Sie bewerten. Genau. Ihr seid über 18? Ja, sag mal. Seid Single? Genau. Ja, genau. Perfekt. So wollen wir das. Okay, ich mach erstmal und dann machst du. Genau. Wir fragen Oktoberfest, Jungs. Wir fragen Jungs, wie sie meinen Dirndl bewerten. Oktoberfest Edition. Was sagt ihr? 1 bis 10? 7. Ja, 7. Hätte ich auch gesagt, 7. Ja. Was fehlt zu 10? Also normal, es ist ja, das Dirndl, hast du es gekauft? Flohmarkt. Ja, beziehungsweise, wo wir herkommen, Ist es nicht absolut, traditionell? Genau, traditionell. Hat genug, absolut nichts mit Tradition zu tun. Das ist aber ich will halt gönnen. Rein für das Fest, rein für das Oktoberfest gekauft. Ja. Und deswegen zum Gönnen ist es natürlich schon. Ich liebe gönnen so sehr. Das ist cool. Das passt auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, hat man schon ursprünglich auf jeden Fall, wenn es war. Nicht der schlechteste. Dankeschön. Aber wo musst du sie es dann kaufen, dass es traditionell ist? Eine Schneiderei, das ist tatsächlich so. Maßanschneider. Nein, die haben auch... kaufen, dass es traditionell ist, kannst du es nicht, außer du bist ein Einwohner oder... Stellt euch hin. Es gibt Schneidereien haben teilweise auch von der Stange gefertigte Dirndl, wo richtig halt... Oder was halt noch... Was halt traditionell aussieht. Genau, kurz das am Arsch schneiden lassen und ja, so genau. Arfa, jetzt geht's los, achte drauf. Wie würdet ihr sie bewerten? 1 bis 10? 7. 7? Ja. Würdet ihr aber gönnen? Schaut so gut aus, ja. Gefällt mir, ja. Einer einen Klaps drauf? Immer. Nein, so ein Klaps. So ein Klaps, ja, gibt's. So ein Klaps gibt's. Passt schon, alles gut. Also ist okay, dass ihr dabei seid? Ja, auf alle natürlich. Ausnahmsweise. Super. Ja, wir können das echte Bayern. Ah, okay. Oh. Sofia. Das ist eine Herausforderung. An die Bayern. Nicht München Bayern, sondern echtes Bayern. Oberbayern, richtig. Oberbayern im Süden. Kurz österreichische Grenze. Danke euch. Danke. Viel Spaß. Ebenfalls. Es ist nur fragen, was geht's. Du musst sagen, steif ist immer. Was geht's? Steif ist immer. Wir reden mehr über Porno, oder was? Lasst Liebe da, abonniert, pushen immer wichtig, Leute. Von mir aus, lasst keine Liebe da, aber pusht's. Macht einfach Welle und wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.